Gullivers Reisen. Richtig. Moin. Moin. Ja, heute ist soweit, heute kommt unsere Audi-Lieferung. 160 Radsätze im ersten Schwung. Alles Winterräder für euch. Ne? Wir lagern hier bloß Zwischenverkaufung. Ihr bekommt die dann an eure Autos. So, gleich geht's los. Ich habe schon die ganzen Zettel in der Hand. Der Chef ist auch schon ganz aufgeregt. Halb leer. Hier steht schon alles. Jetzt sortieren wir erstmal vor. Ein bisschen nach Profiltiefe, Dot und so weiter, nach Designs. Und dann geht's gleich weiter. Und Sven, auch noch was sagen? Ja, das ist einfach viel zu wenig. Da müssen 3, 4, 5 LKWs kommen. Ne? Das muss lohnen. Weniger Leute, die dumm quatschen. Oh. Ja, das letzte Rad. Der erste LKW ist leer. Die nächsten zwei können eigentlich folgen. Zwei? Was? Torwart ist K.O. So, mach das Bier, mach die Kamera weg, hol erstmal ein Bier für uns. Ach, da ist er. So, geschafft, wa? Naja, erster Teil, jetzt wird's heiß. Jetzt wird's richtig heiß, ja. Jetzt müssen wir erstmal alles sortieren hier. Weil ich ja eingangs meinte, nach Dot, nach Profiltiefe, Zustand und so weiter. Aber wir haben viele geile Sachen dabei. Ich habe hier nicht einen Reifen gesehen, der älter als 2015 ist. Also wirklich coole Sachen dabei. Und so viele Beschädigungen haben wir auch nicht. Die bessern wir natürlich aus für euch, ne, damit das optisch schön aussieht. Ja. Ich will jetzt auch nicht so viel reden. Erstmal einen Schluck Kaffee und dann geht's los. Kein Bier? Nein. Nein? Nein, Kaffee mit Milch. Kaffee mit Milch. Alles schön klar. Mit Milch. So. Na dann, bis später. Ja, tschüss. Prost. So, kurz nach 18 Uhr. Ist alles verstaut, aber noch lange nicht alles aufgenommen und noch lange nicht alles im Shop. Das werden wir in den nächsten Tagen machen. Nächste Woche kommt die zweite Hälfte, dann wird das nochmal genauso spaßig. Und ja, die Kollegen, vielen Dank erstmal ihr Bier. Wohlverdientes. Nach 10 Stunden. Ja. Ja. So. Gut, Alex ist auch fertig. Alex ist durch. Ja. Ja, Mensch. So, geschafft. Feierabend. Hä? Feierabend ist erst, wenn das Feierabendbier getrunken wurde. Ja? Ja. So, Prost. Prost. Schönen Feierabend. Gullivers Reisen. Richtig. Falls ihr euch gewundert habt, warum wir manchmal mit solchen Nickies hier noch rumlaufen, also in der alten DDR heißt das Nicky, also T-Shirts oder Pullover. Eigentlich heißt unsere Firma Grundlegend Tuning Lifestyle GbR mit unseren beiden Chefs als Inhabern bzw. Gesellschaftern. Unsere Marke bzw. unser Shop ist aber Originalräder, weil wir uns irgendwann mal entschieden haben von nicht allzu langer Zeit, dass wir komplett umstellen auf Originalräder, weil das ist unsere Passion, unsere Leidenschaft und deshalb seht ihr manchmal auch unsere alten Logos hier noch. Nur mal zur Aufklärung, ne? Dann dreh dich nochmal, hast du das da auch hinten drauf? Ja, ne? Na klar. So, ihr habt gesehen, wir waren fleißig die Woche. Heute ist Montag, sieht man vielleicht auch mal an meinem Gesicht.
Nein, also letzte Woche Dienstag kam die Lieferung. Wir haben es geschafft innerhalb von vier Werktagen. Ja, alles zu waschen, alles aufzunehmen. Das sind jetzt die letzten hier, die in der Aufnahme sind. Die gehen jetzt auch die nächsten Stunden online. Und ja, wir waren alle schön fleißig. Damit ihr mal so einen kleinen Einblick bekommt, haben wir hier mal 1, 2, 3, 4, 5 Sätze stehen lassen. Und ja, wir haben wirklich alles dabei, von Audi A1 bis Audi A8. Viele neue Modelle dabei, wie jetzt hier zum Beispiel für den neuen Q5, 17 Zoll, schön volllackiert. Dann haben wir hier für den nagelneuen A7 und S7, genau, den RS7 ist es nicht. Ja, ein schönes Design. Denn hier hinten seht ihr die Audi RS5 Felge, RS4, für den neuen RS4, aber auch für den alten RS5. Das ist das sogenannte Trapezoid-Design und das sieht ein bisschen aus wie das Edge-Design. Hier müsst ihr immer aufpassen, falls euch das mal auffällt. Das Trapezoid-Design hat hier noch so einen Cut drin und das zeigt immer ganz gut und ist auch ein bisschen anders geschwungen. Das Edge-Design hat hier noch so einen kleinen Schwung. Und ja, falls euch das mal auffällt, ne? Die sehen ähnlich aus, aber sind anders. Dann haben wir hier für den Audi A6, für das alte Modell, für den 4G, haben wir eine schöne 20 Zoll Winterfelge Competition. Ja, hier vielleicht, wenn wir schon mal eine voll polierte oder teilpolierte Felge haben, unsere Kunden fragen uns ganz oft, ja, polierte Felgen, das fährt man doch im Winter nicht. Grundsätzlich, eine voll lackierte Felge ist natürlich absolut das Beste, was man machen kann. Aber ihr seht auch, die Qualität spricht für sich. Selbst Audi liefert das Ganze mit Winterrädern aus. Bedeutet natürlich auch mal ein bisschen Pflege. Wenn man natürlich irgendwo mal eine Bordsteinbeschädigung hat oder ähnliches und der Klarlack, der auch als Schutz dient, ab ist, dann kommt es natürlich schnell mal zu Klarlackunterlaufung. Ne? Aber das kann auch mal bei einer volllackierten Felge passieren, wenn der Lack abgeplatzt ist. Was haben wir da noch Schönes? Genau, ja, für den neuen Audi A4. 5 Doppelspeichendesign, hier voll lackiert. Ja, also wir sind sehr zufrieden mit der Lieferung. Wir haben wirklich vom Zustand her wirklich, kann man sagen, dass die alle sehr gut sind. Wir haben mindestens immer ein Profil von 6,5 mm. Also das heißt, ihr habt noch viel Freude an dem Profil. Und von dem Reifenalter her ist das auch alles noch voll im Rahmen. Also wir haben, glaube ich, nicht älter als 2015. Natürlich schwankt das ja noch ein bisschen vom Preis her. Müsst ihr mal gucken bei uns im Shop. Auf jeden Fall, ja, guckt selber mal. Vielleicht ist was bei euch dabei. Habt ihr Fragen, schreibt uns. Und wir wünschen euch auch viel Spaß mit den ganzen Angeboten. Tschüss. Ja. Und ich bin auch wieder aus dem Urlaub zurück. Und das Abonnieren nicht vergessen, ne? Und ah ja, so. Genau, und wollen wir nochmal schnell eine Edge-Felge zeigen? Die steht nämlich gleich davor. Ah ja. Okay. Ich hab gelogen, der Schwung ist hier, nicht außen. Wie ihr seht, hier fehlt halt dieser Cut. Ne? Es ist nicht gleich mit oder ohne Cut, aber es ist ähnlich. Ne? Also ich habe sie selber schon verwechselt beim Online-Stellen. Und ja, da kann man auf jeden Fall drauf achten. Gibt's, wie gesagt, für die RS-Modelle, für das alte RS5-Modell, für das neue RS5-Modell, also 8W, und für das neue RS4-Modell. Ja. Alte RS4-Modell passt es nicht, denn der hat 2,65er Breite. Das ist 2,75, 30 R20. So, reicht, jetzt oder? Jetzt reicht's.